So, frisch gestärkt mit Pierogi Rasinski von meiner wunderbaren Nachbarin geht's weiter mit der Lesung der Feldbibel, Kapitel 6, Schutzverfügungen. Erstens, ich bin in jedem Augenblick erfüllt, beschützt und umgeben von der Macht, die mich zum Leben erweckt und die ich bin. Zweitens, bei allem, was ich tue, genieße ich den vollen Schutz und Segen meines zeitlosen Wesens. Daher bin ich weder auf Schutz noch auf Bestätigung anderer Mächte angewiesen. Drittens, Kraft meines Wesens verfüge ich Schutz für mich, also den Spieler, der hier handelt, und für all jene, die in meinem Bewusstsein enthalten sind. Viertens, im schützenden Gewahrsein meines allmächtigen Wesens lebe, wandle und wirke ich unbehelligt von den Augen des Systems und seiner Ermittler. Fünftens, ich bin die Transformation, die Umformung und die Korrektur eines jeden Fluches und Angriffs. In meiner Gegenwart löst sich alles Schädliche unmittelbar in Wohlgefallen auf. Sechstens, in der leuchtenden Gegenwart meines Wesens gibt es keine Trübsal und keinen Zweifel. Siebtens, ich bin jenseits der Wahrnehmung dunkler Mächte. Wo ich bin, da ist Licht, denn ich bin das Licht. Achtens, ich lebe, wirke und wandle innerhalb des schützenden Lichtfeldes, das mein Wesen ausstrahlt. Daher kann kein Angriff je zu mir durchdringen. Neuntens, ich bin der unüberwindbare und allzeit wirksame Elektronengürtel, der aus sich selbst herausgeladen ist und der mich umgibt. Zehntens, ich bin allzeit umgeben von einem Feld, das einer unzerstörbaren Seifenblase gleicht und das mich unantastbar für jegliche Fremdeinwirkungen macht. Weil ich mir dessen bewusst bin, ist es genau so und nicht anders. Denn alles, worüber ich mir bewusst bin, ist augenblicklich in meiner Erfahrung. So ist es immer und ohne jede Ausnahme. Derart ist die Macht meines Wesens. Elftens, ich bin unbeeindruckt von Strömungen im Außen, denn ich stehe in meiner inneren Kraft. Zwölftens, ich bin
immun gegen jegliche Beeinflussung durch äußere Kräfte und Mächte. Ich bin frei von jeglicher Befangenheit. 13. Ich wandle, wirke und lebe jenseits der Wahrnehmung jeglicher Ordnungshüter und Ermittler aller Länder und Nationen. Ende des Kapitels.